Ur-Anorwa. Bauchschmerzen und Migräne. Ich bin 2 Monatsmieten im Rückstand. Die Sache mit Denise macht mich total fertig. Dann noch dieser Shitstorm. Und letzte Nacht habe ich kein Auge zugemacht wie in irgendwelchen orkischen Schlafliedern. Schlaflieder? Ihr könntet zumindest mal aufräumen. Mir sieht so schlimm aus als nach der großen Schlacht der 2 Völker. Ich habe keine Zeit zum Aufräumen. Ich habe um 4 einen Raid. Das ist ja noch nicht mal 4. Ja, aber ich muss noch Items für deine Freunde besorgen. Hey, seit einer Woche musst du Items für meine Freunde besorgen. Du bist ununterbrochen am Computer, Alter. Du bist ja schon verschmolzen mit den Geräten. Bin ich nicht! Oh. Also, wegen Denise würde ich mir erstmal gar keine Sorgen machen. Und die Miete... Kannst du nicht deine Eltern fragen? Oh, meine Eltern sind... Nicht ganz einfach. Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Die ganze Sache schlägt mir irgendwie... Das war so körperliche Beschwerden, das kennst du gar nicht, oder? Natürlich. Seit ich hier bin, habe ich mindestens 50 Gramm zugenommen. Sieh dir das an. Du musst entspannen, Wolfram. Entschlacken. Ich helfe dir. Mit Galada Sutra. Namaste. Ja, später vielleicht. Galada Sutra ist eine Mischung aus eurem Detox-Reiki, Klangschalen-Yoga und Edelstein-Qigong. Du wirst dich danach viel leichter fühlen. Ich glaube eigentlich nicht an sowas. Du bist skeptisch. Typisch für dein Sternzeichen. Mach dich mal frei. Hey, du weißt mein Sternzeichen? Na klar, Steinbock. Außersinnliche Wahrnehmung. Ich bin überhaupt kein Steinbock. Ah, okay. Löwe. Nein. Widder, Waage, Stier? Languste? Was? Frettchen, Schmetterling? Das gibt's nicht. Bei uns schon. Ich bin Schmetterling. Aszendent, Qualle. Skorpion? Krebs? Schütze. Wusste ich. Typisch Schütze. Auf euren Körper vor allem mit den Bauchmuskeln zu stützen. Sag mal, glaubst du eigentlich, dass es Beziehungen zwischen unterschiedlichen Rassen geben kann? Natürlich. Echt? Ja, also Hautfarbe spielt für mich überhaupt keine Rolle. Hautfarbe? Wie? Weswegen sollte die eine Rolle spielen? Nein, ich meine nicht Farbe, sondern Rasse. Mhm. Also nur als Beispiel, zwischen Elfen und... Ochs? Nein. Also ja, meinetwegen, theoretisch, aber... Ey, Elfen und Orks, apropos, ich habe letztens im Netz was entdeckt, beim Surfen zufällig. So animierte Sachen, so richtig krankes Zeug, weißt du, wenn die dann... Soll ich mich vielleicht nachher noch massieren? Während du den Körper in der Planke hältst, stetig ausatmen. Oh, deine Füße da. Oh, das tut gut. Ja. Ist schon ganz warm. Ja, es ist wirklich sehr warm. Komm, wir ziehen uns aus. Hä? Was? Ey, Rina, du bist ja total hübsch. Das ist mir nie aufgefallen. Wolfram, ich muss es dir jetzt endlich sagen. Erzähl. Achtung! Was ist das? Das sind deine Probleme. Ja, du entschlackst. Die Schlacke kommt raus aus deinem Kopf. Muss das so? Ja, was heißt muss? Müssen muss gar nichts. Rena, mach das weg! Ich weiß nicht wie. Ich habe nur Abendkurse besucht. Wir könnten höchstens meinen Galada Sutra-Lehrer konsultieren. Arendil Morgenstern im Gewölbe der weißen Wurzeln. In Zatron! Herr Ogrosch, wir müssen dringend nach Goldfell. Was? Wie jetzt? Sofort! Ork? Ich
verblut hier, Ogrosch. Verschlacke! Ich hab grad einen Raid, ich kann hier nicht weg. Ogrosch, wenn wir die Entschlackung nicht aufhalten, hat ihn bald alle Emotionen verlassen. Und er ist dazu verdammt, sich bis ans Ende seiner Tage als hohles Gefäß durch eine Wüste bleichen Elends zu schleppen. Wolfram, ich übertreib natürlich. Alter, raus aus dem Dungeon! Finger weg! Das ist mein Computer! Aber ich kann's besser! Da geht's nach Goldfell! Golkosch, die hasst mich! Die werden mich aus der Gilde werfen! Der ganze Loot, der mir entgeht! Ein Ork in Goldfell! Wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Die werden mich mit ihren Pfeilen sticken! Das stimmt leider! Ach, guck mal, ein Panda! Wo? Guck nicht, lauf! Abkürzung rechts! Ey! Guck mal, ein Goblin! Ich könnte mit ihm handeln! Herr Ogrosch! Wir sind da! Ich merk's! Blödes Spitzohr! Hey! Warum attackierst du den? Wer hat angefangen? Aber du kannst ihn doch nicht einfach... Ah, doch, ja, der ist kein Verlust. Hier, hier ist die Rüstung schwach. Weiter! Was machst du denn da? Ich plündere die Leiche. Elfengeschmeide steht hoch im Kurs. Oh, Grosch! Leute, ich verrecke hier! Hebt euch ab! Sagt mir lieber, wo ich lang soll! Hinten am Baumhaus vorbei und dann durch den Wasserfall! Wir sind da. Das Gewölbe der weisen Wurzeln. Oh Gott, da hinten steht Arendil. Seid gegrüßt. Was führt euch hierher? Warum trägt denn der Frauenkleider? Ey, 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 ey! Der legt auf mich an! Runter mit der Axt! Sag ihm, Rena schickt dich. Sag du es ihm doch! Ach, nein, 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 auf keinen Fall, nein. Rena Mondschatten schickt euch? Wo ist sie? Wie ist ihr Wohlergehen? Schreib ihm, dass wir beim abstürzenden Greifen irgendwas falsch gemacht haben und jetzt Schlacke erste Hilfe brauchen. Und dass mein Wohlergehen ihn einen feuchten Orkmist angeht. Das letzte nicht. Euer Anliegen rührt mich. Ich werde euch helfen. Ihr braucht dazu ein bestimmtes Objekt. Einen nassen Lappen. Hä? Hat er gerade nasser Lappen gesagt? Wie fühlst du dich? Ziemlich im Eimer. Wollen wir dann vielleicht wieder zu mir gehen und nachbereiten? Rena, dein Verlobter will dich sprechen. Denn was? Rena, meine Blüte. Liebste, wann kommst du zurück? Sag mal, Ogrosch, ist das ja der Kontostand von deinem Charakter? Wieso? Naja, das sind über 4 Millionen Gold. Ich war halt fleißig. Ey, weißt du, was wir daraus machen können? 5 Millionen? Nee, richtiges Geld. Ich geb's auf. Der begreift's einfach nicht. Der will nicht zulassen, dass ich unsere Verlobung löse. Bah, ich wünschte, der wäre... Ja, Wachtmeister, er ist versehentlich 12 Mal in meine Zweihandaxt gerannt.